Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir wieder in der Pfalz unterwegs und zwar gehen wir da einen Prädikatswanderweg mit dem Namen von der Leyen. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 12 Kilometer so sind, dann bleibt dran. Wir haben so 9.30 Uhr und 4 Grad. Der Herbst ist definitiv da. Kalt. Wir laufen zwar hier auf einem breiten Weg, aber die schönen Aussichten machen das wieder wett. Wir laufen gerade an den Auwiesen entlang. Richtig idyllisch hier. Das Gebiet, das wir gerade durchquert haben, war das Naturschutzgebiet Heimer Brühl. Wir machen nun noch einen kleinen Abstecher zur Seestube an der Ombach-Talsperre. Und danach geht's wieder zum ursprünglichen Weg zurück. Gestärkt geht's nun weiter. Es sind jetzt noch etwa 5 bis 6 Kilometer und dann sind wir schon wieder am Ziel. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Tour hat uns soweit gut gefallen. Vor allem am Anfang die
herrliche Aussicht weit ins Land und nachher die idyllischen Täler. Richtig, richtig schön dort gewesen. Die Tour kann man auch problemlos mit dem Mountainbike bewältigen und auch für Anfänger ist dieser Weg definitiv zu empfehlen. Hallo Leute, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und eventuell auch ein kostenloses Abo da lassen. Vielen, vielen Dank. Und natürlich wünsche ich euch morgen einen schönen dritten Advent. Also, bis demnächst und bis bald. Ciao! Nun doch noch einmal melden, der letzte Kilometer läuft direkt an der Hauptstraße beziehungsweise auch an der Landstraße vorbei. Das ist etwas blöd. Kann ich? Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir mal wieder in der Pfalz einen Prädikatsweg und zwar von der Leyen. Wir laufen zwar einen breiten durch das Gebiet, das so langsam kommen wir wieder ans Ende unserer Tour. Die Tour hat uns soweit gut gefallen, auch wegen... Wir kommen jetzt wieder so langsam zum Ende unserer Tour. Die Tour hat uns soweit gut gefallen, auch wenn der Weg etwa... Bevor ich mich jetzt verabschiede, wünsche ich für euch morgen einen schönen dritten Advent. Und hiermit verabschiede ich mich jetzt... Für morgen wünsche ich euch einen schönen dritten Advent. Feiert diesen schön und hiermit verabschiede ich mich jetzt für morgen. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Hallo Leute, ich wünsche euch morgen einen schönen dritten Advent und hiermit verabschiede ich mich nun. Wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch. Und ein kostenloses Abo dalassen wäre auch schön. Und wenn... Hallo Leute, ich verabschiede mich. Hallo Leute, ich verabschiede mich jetzt nun hiermit mit... Ich wünsche euch morgen einen schönen dritten Advent. Feiert diesen schön. Hiermit verabschiede ich mich nun auch.